Liebe Freunde, Sie sehen mich in Ehrfurcht erstarrt, heute in den heiligen Hallen der Humboldt-Universität in Berlin. Da stellt man sich natürlich schon die Frage, ob auch das Mensaessen einer Universität etwas mit dem geistigen Hintergrund zu tun hat. Ich glaube nicht so sehr an Functional Food, von dem man intelligent wird, aber ich glaube sehr wohl daran, dass eine größere Sensibilität gegenüber dem Essen ein bestimmter Charakterzug ist, den wir insgesamt sehr gut brauchen können. Bevor ich etwas zu den Tellern sage, noch mal eine kleine Anmerkung zu der Situation. Wir brauchen ja eine Drehgenehmigung, um in einer Mensa zu drehen. Und das heißt, wir treten sozusagen öffentlich auf. Und natürlich ist das eine Situation, die man als Restaurantkritikerin normalerweise vermeidet, dass nämlich jemand weiß, man ist da und deswegen mal so gucken, so ein bisschen so hier und da noch ein bisschen was Besseres machen. Vorhin saßen ja einige Studentinnen und wir sprachen so ein bisschen über das Essen und sie sagten, nein, heute wäre es also auch ganz besonders gut. Heute wäre sogar eine Pekannuss im Salat gewesen. Ich will Ihnen das nur mal so am Rande sagen, ohne Kommentar. Gucken wir uns an, was an der Humboldt-Universität gegessen wird. Heute Mittag eine vegan gefüllte Paprikaschote mit Bohnen, Tomatensoße und gemischtem Gemüse. Und eine Hähnchenkeule mit einer Kichererbsen-Kokossoße und Reis habe ich genommen. Man muss dazu sagen, dass an dieser Mensa die Auswahl der Beilagen im Wesentlichen bei den Studenten liegt. Man kann auch andere Beilagen nehmen. Im Kern aber bleibt vor allem die vegan gefüllte Schote und hier das prägende Aroma der Kichererbsen-Kokossoße. Ich werde das erstmal probieren. Hähnchenkeule, immer schwierig. Sie können eine knusprige Haut machen, alles. Sie werden immer riskieren müssen, dass es austrocknet. Hier geht es. Es schmeckt sauber, es ist nicht versucht worden, es irgendwo anders hinzubringen, als es ist. Es ist eine Hähnchenkeule. Punkt. Kichererbsen, Kokossoße dafür ist exzellent abgeschmeckt. Man kann es nicht anders sagen. Etwas ganz Ähnliches gilt für diese vegane Füllung von Paprika, die zwar auch aussieht, als wenn es aus Hackfleisch wäre, aber die einen ganz eigenen und einen ganz sensibel angelegten feinen Geschmack hat. Ich möchte sogar sagen, er ist in gewisser Weise sogar originell. Das ist sehr selten in deutschen Mensen, soweit ich das bisher sagen kann. Die dicken Bohnen, wie sie es nennen, hier mit Tomaten, normal. Das Gemüse nicht ausgereizt, aber trotzdem. Man kann es mit einigem Interesse sogar essen. Hier wird auch nicht schlecht gearbeitet in der Humboldt-Universität.